Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich habe gerade meinen Hut verschoben, aber egal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail. Und ich weiß, ich habe gleichen Klamotten an wie in der letzten Folge. Warum das so ist, weil ich gerade ein bisschen vorproduziere, weil ich, keine Ahnung, ich habe einfach Bock. Eigentlich habe ich wirklich einfach Bock, das Spiel zu spielen, deswegen gehen wir jetzt schon in den nächsten Tag. Ach, Unfall. Ich glaube, heute kommen alle Mitarbeitenden. Das ist sehr gut, denn, keine Ahnung, ist halt einfach gut. Wir müssen auch hier jetzt mal wirklich ein besseres Lagerregal hier, beziehungsweise nicht ein besseres, sondern einfach ein weiteres kaufen, weil, ja Bruder, wir haben sonst zu wenig Platz. Hier ist immer noch gar nicht ausgeräumt. Egal, was soll's. Scheiße, wir haben wieder zu wenig Platz, ne? Egal, scheiß drauf. Ja, wieso sind jetzt drei Leute wieder an der Kasse, Alter? Brauchen noch jemand im Verkauf? Und mein Lager ist schon wieder voll, alles klar, Digga. Bruder, lass mich doch durch, mein Gott. Ja, Dario, it's time to shine, let's go! Die Lieferung ist schon wieder da, aber Bruder, hä, du hast gesagt, du lieferst dir jetzt morgen wieder. Also, ich finde ich ja gut, aber wieso, hä? Alter, Algi ist schon wieder fast alles wieder ausverkauft. Ich überlege mir gerade, oh Gott, Alter, sind das wieder viele Leute. Carolina kann doch auch, genau, die Wiederbeschaffung, mach doch du das mal. Okay, nee, Digga, das geht nicht, oh oh. Komm mal bitte wieder hier an die Kasse, Alter. Carolina, verpiss dich an die Kasse, Alter. Scheiße, das war so eine stupide Idee. Ey, Idee, Alter. Ich dachte, es reicht, wenn nur jemand an der Kasse ist, aber das reicht nicht. Lilly! Oh mein Gott, Alter. Chef an Lilly, jetzt mach doch mal deine Arbeit, ey. Du kassierst ja gar nichts. Oh, tut mir leid, ich hab nichts gesagt. Unser Laden ist einfach zu klein, Digga. Es ist alles so, ey. Oh mein Gott. Es ist alles zu klein und zu eng und man kommt nicht mehr durch. Hilfe. Oder Leute, also, was ist das denn? Ich will hier nur euren Alkohol auffüllen. Ich glaube, Dario ist auch. Ja, was ist das denn schon wieder? Ey, so, danke. Also, sie können auch ein bisschen abfangen, diese ganzen Leute hier. Muss man schon sagen. Okay, ich muss auch nicht. Ich dachte gerade, ich muss niesen, deswegen habe ich meinen Finger so gehoben. Aber ich musste schlussendlich trotzdem nicht niesen. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt erstmal ganz kurz die Preise hier ein bisschen günstiger für diese grauen Sachen, Alter. Weil irgendwie kauft sie sonst niemand und das wollen wir auch nicht. Und übrigens, Leute, hatte ich gerade eine Idee. Wie wär's, wenn wir das hier... Bruder, lass mich doch hier mal hin. Irgendwie kann ich das nicht mehr anwählen. Hallo? Wieso sieht man eigentlich meinen Mauszeiger? Ah, ne, ihr seht den zum Glück gar nicht. Perfekt. Zwar habe ich mir überlegt, wenn wir hier die Regale alle so ein bisschen verschiebe, dann können wir... Scheiße. Dann können wir das hier bündig machen. So. Jetzt ist das aber alles eins zu weit vorne. Oh mein Gott, wie soll ich das je wieder platzieren können? Oh, verpisst euch ja. Oh, nein! Verpisst euch, Leute. Nein, jetzt laufe ich auch noch durch. Oh, ich hab's geschafft. Ah, nee, jetzt kürzen hier wieder alle ab. Ach, Mann. Könnt ihr euch bitte da aus dem Weg stehen, bitte? Das war knapp. Du hier. Das ist auch nochmal eine ganz heiße Nummer. Nee, nein! Oh, zum Glück. Genau, jetzt ist das hier nämlich so und dann können wir auf der nächsten Seite nochmal so ein Regalreihe ziehen, ne? Bruder, wieso geht das obere Waschmittel so weg und das untere überhaupt nicht? Oh ne, Lilly ist kurz vorm Ausrasten. Dario, du gehst an die Kasse und Lilly, du gehst nach Hause. Sofort. Weil sonst rastet die aus und das wollen wir eigentlich auch nicht. Dass die so durchtreten, ne? Und das ist nicht gut. Das ist nie ein gutes Zeichen tatsächlich. Oh, Luna, falls du dieses Video hier siehst, wahrscheinlich zwar nicht, aber du spielst gerade Euro Truck Simulator. Cooles Spiel, Alter. So random. Bitte. Eine Bewerbung von einem YouTuber. Nils? Aber ich habe ihn nicht als Heiser noch eingespeichert. Aber egal, wir haben Nils. Aber Nils, aber das ist ja, es ist ja Nils, nicht Nils. Brauchen wir irgendjemanden, der... Also, hatte mein eigenes kleines Baumarkt. Das ist jetzt einfach Nils. Nils, ja. Nils, das ist einfach Nils von Numerate. Kann man diese auch noch bearbeiten, seine Mitarbeiter? Nils wäre im Verkauf nicht mehr so schlecht. Oder im Restocking. Oder Nils, wie viel Geld willst du denn... 100 ist wahrscheinlich zu wenig. 130? Das ist das Bestgehalt, um ehrlich zu sein. Aber ist okay, okay. Wir haben die Stellen nicht einfach ein, Digga. Was machst du denn aktuell so? Also der hier kommt auf jeden Fall nicht. Du bist für die ganze Woche am Labern hier, Dario. Du bist an der Kasse, du bist an der Kasse. Und Neil ist die ganze Woche... Ach, wieder beschaffen? Eigentlich auch eher verkaufen, da bräuchten wir wieder jemanden. Das Ding ist, Alter, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen upgraden. Das können wir auch noch upgraden. Beziehungsweise können wir gar nicht, lol.
Lilly, können wir dich noch upgraden? Nee, auch nicht. Perfekt. Erstmal wieder die Verkäufe für 7000 nachbestellen. Chillig. Kann man diesen aktuellen Mitarbeiter irgendwie so ein bisschen ändern? Irgendwie geht er? Was? Könnt ihr mir nicht erzählen, dass alle krank sind, oder? Was? Als ob? Hä? Okay, wir haben jetzt das Tutorial irgendwie. Ich habe das jetzt kurz durchgeguckt. Ah, nee, hey, ist doch nicht so okay. Wieso bekomme ich keine richtigen Mitarbeiter? Beziehungsweise richtige Mitarbeiter. Wieso bekomme ich nicht meine YouTuber als Mitarbeiter? Okay, Leute, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie jetzt funktioniert. Von wegen neue Leute einstellen. Und ich habe. Ach, Scheiße. Ich habe vergessen. Ach, Mann. Ich habe vergessen, den Laden zu erweitern. Scheiße. Egal, machen wir morgen. Oh Gott, sind da schon wieder viele Leute. Bruder, es reichen einfach zwei Leute immer noch nicht aus für die Leute. Es fragen die ganze Zeit wieder neue Typen. Oder Leute, ihr macht das ja eigentlich ganz gut so, aber vielleicht muss jetzt dann jemand... Vielleicht muss jetzt dann jemand irgendwie für Lilly einspringen, weil die ist, glaube ich, gleich am Arsch. Die hat gleich keinen Bock mehr hier zu sein. So dumm. Aber guck, der blaue Balken ist die Stimmung. Wenn der da unten ist, dann musst du die wegschicken, weil sonst... Ja, rastet die gefühlt doch aus. Bruder, Neil. Hier hat jemand eine Frage und hier steht er einfach rum. Er geht sogar weg. Alles klar, Digga. Ah, jetzt kommt er plötzlich. Okay, die machen Social Distancing hier. Über Redentragung. Hä? Das graue Zeug hier geht immer noch nicht so gut weg, Alter. Was ist das denn? Ich glaube, es ist einfach ekelhaft. Oder die rasten halt wirklich wieder komplett aus, ne? Scheiße, wir haben ein Problem. Die Dings ist jetzt scheiße. Ich habe nicht auf Lilly geachtet. Die ist jetzt abgehauen. Oh, shit. Jetzt muss ich hier an der Kasse stehen. Kann ich Neil auch restocking? Doch, genau, machen du mal restocking so ein bisschen, Neil. Und dann, ja, Dario, es reicht erstmal, wenn wir jemanden haben. Digga, was machen sie? Was musst du auf der anderen Seite? Okay. Was war das denn, Alter? Ja, selber schuld, wenn du hier den falschen Weg läufst, Alter. Schon komische Leute, ne? Bruder, was labert ihr für was für keine Kasse, Alter? Bei mir, okay, bei mir sind sehr viele Leute, aber bei ihr auch. Okay, ja doch, kommt hin. Ey, was machst du denn hier? Er blockiert wieder alles. Was ist mit dem? Ihr geht alle falsche Richtung. Alle Kundenleute, die hier sind. Bitte geht immer so, wenn ihr reinkommt, zu rechts durch und dann hinten durch zur Kasse. Danke. Ganz ehrlich. Was für keine Kasse, Alter. Ich hab Platz hier bei mir. Bitte den Ausgang bei der Kasse benutzen, ne? Nein, hallo. Ach man, scheiß drauf, Digga. Ehrenlos. Okay, aber Neil hat, glaube ich, einen guten Job gemacht jetzt hier mit dem Restocking. Ich glaube, den kann man gebrauchen. So, aufgeräumt. Hätte ich nicht gedacht, Neil. Respekt. Nein, Spaß. Können wir hier für... Können wir hier noch irgendwie ein Regal? Können tatsächlich noch ein Regal platzieren, ne? Oh. Das war aber knapp. Bitte ein YouTuber. Bitte ein YouTuber. Es ist wieder niemand dabei, Digga. Was ist das denn?